Büffeln in den Sommerferien. In diesem Jahr bieten zum ersten Mal auch Grundschulen die sogenannte Sommerschule an. Wir verraten, was die Kinder davon halten. Aufklärungsarbeit. Mit einer groß angelegten Aktion soll auf das Händewaschen in Krankenhäusern aufmerksam gemacht werden. Und zwischen Rotwein und Weißwein auf dem Stuttgarter Weindorf gibt's Tipps von Hobbywinzer Armin Müller. Und damit hallo und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. 3 freie Tage können die Schüler in Baden-Württemberg noch genießen, bevor am Montag die Schule wieder losgeht. Für manche Kinder hat die Schule aber schon diese Woche wieder angefangen. Denn in der sogenannten Sommerschule opfern Kinder aus 47 Schulen im Land einen Teil ihrer Ferien, um den Stoff aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen. Ein Konzept, das in diesem Jahr zum ersten Mal auch in Grundschulen angeboten wird. In Stuttgart haben wir mal nachgeschaut, wie viel Spaß das Ferienpauken den Dritt- und Viertklässlern wirklich macht. Auf den meisten Schulhöfen im Land sieht es in dieser Woche noch so aus. Dass diese Kinder trotzdem schon jetzt wieder lernen müssen, macht ihnen nichts aus. Im Gegenteil, die Dritt- und Viertklässler der Elise von König Gemeinschaftsschule freuen sich über den Extraunterricht. Dann kann ich es verbessern und dann, wenn ich dann beim Test so schreibe, dann kann ich das also besser schreiben. Die Stuttgarter Schule ist eine von 8 Grundschulen, die das Konzept der Sommerschule testen. Bisher galt das Angebot nur für Schüler ab Klasse 7. Die Schulleiterin der Elise von König Gemeinschaftsschule ist froh, dass nun auch ihre Grundschüler von dem zusätzlichen Unterricht profitieren können. Wir möchten eigentlich alle Kinder einladen und sind auch froh, dass wir heterogene Gruppen haben. Das heißt, wir nehmen die leistungsstarken Kinder genauso gerne auf wie die Kinder, die noch Nachholbedarf haben. In kleinen Gruppen üben die Kinder morgens Mathe und Deutsch, bevor sie nachmittags gemeinsam auf dem Hof spielen. Die Atmosphäre ist dabei anders als im normalen Schulalltag. Zum einen sind wir viel weniger Kinder, das heißt, wir haben eine viel engere Betreuung. Der Schlüssel ist einfach viel besser und das ist lockerer, würde ich schon sagen. Wir schauen einfach, wo hängt es bei den Kindern. Also wir sind nicht nach Fächern gegliedert. Wir konzentrieren uns schon auf Mathe und Deutsch und schauen dann eben, wo brauchen die Kinder Förderung. Lehrer, Schulleitung und Schüler sind also jetzt schon überzeugt von der Sommerschule für Grundschüler. Denn überraschenderweise macht den Kindern nicht nur das Spielen am Nachmittag Spaß, betont der 8-jährige Vario. Mathe macht mehr. Mathe macht mehr Spaß als Spielen? Da geht das Herz eines jeden Lehrers auf. Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass die Schule an dem neuen Konzept auch in Zukunft festhalten will. Wir freuen uns schon, dass wir nächstes Jahr das Angebot wieder machen dürfen. Und ich hoffe, dass es eine Tradition bekommt. Ganz sicher ist das aber noch nicht. Das Kultusministerium muss erst entscheiden, ob die Sommerschule weiterhin an Grundschulen angeboten wird. Erst dann könnte sich die Elise von König Gemeinschaftsschule erneut dafür bewerben. Zumindest in diesem Jahr können die 23 Schüler aber schon mal top vorbereitet und zugleich gut gelaunt ins neue Schuljahr starten. Nicht nur die Kinder, auch die Politiker haben sich auf den Schulstart kommende Woche vorbereitet. Und so hat Kultusministerin Susanne Eisenmann heute in Stuttgart vorgestellt, was für das Schuljahr 2018 und 2019 denn alles auf die Schüler so zukommt. So muss an allgemeinbildenden Schulen von Klasse 1 bis 10 nun verstärkt an der Rechtschreibung gearbeitet werden. Vor allem an Grundschulen will die Ministerin Grundlagen wie Lesen, Schreiben und Rechnen gezielt fördern, indem es mehr Stunden für Mathe- und Deutschunterricht gibt. Ein großes Thema werden aber auch im neuen Schuljahr wieder die fehlenden Lehrkräfte sein. Allein bezogen auf den reinen Bedarf, aufs kommende Schuljahr, sind es knapp 100 Stellen, die offen sind noch. Was in der Hinsicht zeigt, dass wir die Entwicklung zumindest gestoppt haben in der Frage des weiteren Aufwuchses beim Lehrermangel. Gleichwohl fehlen gut 700 Stellen. Bei geflüchteten Kindern möchte die Ministerin einen größeren Schwerpunkt auf die Sprachförderung setzen. Vorbereitungsklassen erhalten dafür ab dem kommenden Schuljahr 2 Extrastunden. Ja, und neben Bildung ist in unserer Gesellschaft auch noch etwas anderes sehr wichtig, und zwar Hygiene, vor allem in Krankenhäusern. Trotzdem kommt manchmal im Klinikalltag gerade die Desinfektion der Hände zu kurz. Um dem entgegenzuwirken, tourt die Aktion Saubere Hände derzeit durch ganz Deutschland. Zum einen, um Aufklärung zu leisten und das Thema noch mehr in den Köpfen zu verankern. Heute wurde im Klinikum Heidenheim Halt gemacht.
Der Klinikalltag ist meist stressig und das Personal steht unter extremem Druck. Da muss jeder Handgriff sitzen. Der wichtige Griff zum Händedesinfektionsmittel gerät dabei aber durchaus mal in Vergessenheit. Doch auch bei Besuchern der Krankenhäuser bleibt die Desinfektion häufig aus. Das Resultat? Jährlich 1 Million im Krankenhaus erworbene Infektionen. Das ist natürlich eine bedeutende Zahl und wir können noch viel reduzieren. Über 50% mittlerweile gehen da die Schätzungen hin. Diese Infektionen, die im Krankenhaus erworben sind, kann man auch vermeiden mit den richtigen Strategien. Und deswegen muss man natürlich stringent an allen Punkten, davon ist die Händedesinfektion eine wichtige, aber natürlich nicht die einzige, an allen Punkten arbeiten, um die Infektionszahlen weiter zu reduzieren. Hier setzt die Aktion Saubere Hände an. Mit einem Informationsstand an Kliniken in ganz Deutschland, unter anderem heute in Heidenheim, soll hierbei Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das geschieht durch spielerisch gestaltete Stationen am Stand, wie zum Beispiel Kreuzworträtsel, ein Memory oder auch eine Übung zum richtigen Umgang mit Handschuhen. Die Firma Hartmann aus Heidenheim unterstützt die Aktion Saubere Hände. Es geht darum, Pflegekräfte, die eigentlich wissen, dass sie sich die Hände desinfizieren müssen, medizinisches Fachpersonal und Ärzte, die das eigentlich wissen, dazu anzuhalten, immer wieder darüber nachzudenken in ihrer täglichen Arbeit, das dann auch zu tun. Der Griff zum Desinfektionsspender soll also fester Bestandteil der Arbeitsabläufe werden. Und auch für die Besucher sollen die Spender deutlicher werden, denn die meisten Keime werden von außerhalb in die Krankenhäuser getragen. Im Klinikum Heidenheim wird deshalb auch über neue Konzepte nachgedacht. Manche vom Personal sprechen sehr gut an, wenn es um Empathie geht. Also zum Beispiel über einen Händedesinfektionsmittelspender ist ein Bild, wo jemand ein kleines Baby auf dem Arm trägt. Das automatisch impliziert, dass ich denke, oh, dieses kleine Kind soll nicht durch mich, durch meine Hände jetzt irgendwie noch irgendwelche Keime bekommen. Und dadurch denkt man vielleicht eher dran, hey, ich muss die Hände desinfizieren. Der Stand der Aktion Saubere Hände macht auf der Tour noch an 28 weiteren Krankenhäusern Halt, damit Hände ohne Infektionsgefahr in Kliniken, aber auch zu Hause zum Alltag werden. Und gleich gehen wir auf das Stuttgarter Weindorf. Hier war ich mit Hobbywinzer Armin Müller unterwegs und habe einiges über Wein gelernt. Was genau, erfahren Sie gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Hallo zurück. Seit Februar bin ich ja mit Hobbywinzer Armin Müller regelmäßig im Weinberg unterwegs und pack dort mit an. Dabei habe ich schon einiges über die Arbeit als Wengerter gelernt und doch sind da noch einige Fragen bei mir offen. Muss denn guter Wein wirklich teuer sein und woran erkenne ich denn überhaupt einen guten Tropfen? Heute sind wir auf dem Stuttgarter Weindorf unterwegs. Armin, was ist denn dein Lieblingswein? Ach, am liebsten trinke ich Trollinger. Dann würde ich sagen, trinken wir den doch jetzt, oder? Ja. Super. Doch warum eigentlich Trollinger? Mit dem bin ich aufgewachsen. Zwischen Wein und Reben und dann kommt man irgendwie auf den Trollinger. An was erkenne ich denn, ob ein Wein gut ist? Also gibt es da bestimmte Merkmale? Also das erste Merkmal ist, ob ein Wein gut ist, ob er einem der Wein schmeckt. Das ist eigentlich das A und das O. Ansonsten kann man an der Farbe kann man es erkennen, am Geschmack natürlich, am Geruch. Aber letztendlich ist entscheidend, schmeckt er oder schmeckt er nicht. Aber wie muss die Farbe sein, damit er ein guter Wein ist? Ja, okay, beim Rotwein würde ich jetzt sagen, eine schöne, klare Farbe, keinen bräunlichen Farbton. Weiter geht's zur nächsten Laube. Dort wartet die Weißweinsorte Kerner auf uns. Muss denn guter Wein überhaupt teuer sein? Nein, muss er nicht. Er muss gut gemacht sein. Er muss aus guten Trauben bestehen. Natürlich eine gute Arbeit im Weinberg. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass man einen guten Kellermeister hat, der dann das richtige Händchen hat, um einen schönen, guten Wein zu machen. Da sind wir schon beim Thema. Bei mir steht ja bald die Weinlese jetzt an. Wie wird denn der Ertrag dieses Jahr? Der Ertrag wird recht ordentlich sein. Vielleicht in der Menge nicht ganz so viel, wie vielleicht erhofft oder erwünscht. Es war relativ trocken am Anfang vom August, Ende vom Juli. Jetzt haben wir einige Niederschläge gehabt, aber ob man das nochmal aufholt, weiß ich nicht. Aber es sieht eigentlich so aus, dass wir recht ordentliche
Lese bekommen. Eins muss mir Armin unbedingt noch verraten. Wie lange kann ich eine offene Weinflasche im Kühlschrank aufbewahren? Weißwein sollte man nicht zu lange aufbewahren, auch nicht offen, weil oftmals etwas Kohlensäure drin ist, dass sich das nicht verflüchtigt. Besser verschlossen in einem Kühlschrank. Ein Rotwein ist es nicht ganz so schlimm, der wird unter Umständen sogar ein bisschen besser, wenn er ein bisschen in der Luft ist. Aber grundsätzlich gilt es auch, wenn man eine Flasche aufmacht, dann trinkt man sie auch leer. Zum Wohl. Und das nächste Mal geht's für mich dann zur Weinlese. Wie ich mich da so anstelle, das sehen Sie dann nächste Woche bei uns im Journal. Hier folgen jetzt noch die Wetteraussichten und wie gewohnt um Viertel nach Startblock 07. Heute mit einem ausführlichen Bericht über Zivilcourage und Werte. Die Ausstellung Mutbilder des Vereins Flying Heart United bringt Sport, Kunst und Musik in Einklang. Außerdem haben meine Sportkollegen den SGBBM-Neuzugang Max Schwarz getroffen und blicken schon mal auf die Highland Game Weltmeisterschaften an diesem Wochenende. Also dranbleiben lohnt sich. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder, dann mit einer neuen Ausgabe hier vom Journal. Tschüss, machen Sie's gut. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei RegelTV. Die Front von TVU ist durchgezogen, hat uns etwas kühlere Luft gebracht und die letzten Schauer ziehen sich nach Südosten zurück. Ansonsten wechseln sich Wolken und immer mehr Sonne ab, sind nur noch wenige Schauer unterwegs und die Nachmittagswerte liegen bei 19 bis 24 Grad. In Stuttgart hat es sich auch ein bisschen abgekühlt, hier sind es so 22, 23 Grad. Es wird sich aber wieder mehr und mehr die Sonne durchsetzen. Am Vormittag und zur Mittagszeit spüren wir noch den Wind. Der wird am Nachmittag mehr und mehr nachlassen. Und dann passiert es, das nächste große Hoch kommt, das uns weit in die kommende Woche hinein begleiten wird. Bei Temperaturen am Wochenende von 24 Grad am Samstag, 27 Grad am Sonntag und auch in der neuen Woche bleibt es über weite Strecken sonnig und warm. Und in manchen Wetterkarten munkelt man, dass es nach Wochenmitte noch wärmer wird.